Was geht ab, Leute? Altmaster hier mit einem neuen Video zu Dark Souls 3. Ich möchte euch heute in diesem Video drei coole Easter Eggs vorstellen, die Anspielungen an ältere Souls-Spiele bereithalten. Lehnt euch zurück und genießt das Video. Viel Spaß! Den Anfang macht hier Oscar von Astoria aus Dark Souls 1. Habt ihr euch mal den Leichnam zu Beginn des Spiels im Totenacker der Asche genau angesehen, von der ihr den Asche-Estus-Flakon erhaltet? Aufmerksame Spieler erkennen nämlich, dass es sich bei der Leiche um die von Oscar von Astoria handelt. Ihr wisst schon, diesen Typen, der euch in Dark Souls 1 am Anfang die Estus-Flakons überreicht. Coole Anspielung, die ich leider persönlich nicht erkannt habe. One more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Als nächstes haben wir Leitermeister Gilligan. In der gottlosen Hauptstadt könnt ihr in der Nähe des Leuchtfeuers eine seltsame Entdeckung machen. Auf dem Boden sind kreuz und quer haufenweise Leitern verteilt. Klettert ihr schließlich die Leiter zum Leuchtfeuer nach oben, wird euch eine verkohlte Leiche auffallen. Bei dieser handelt es sich um den Leitermeister Gilligan, welcher das erste Mal in Dark Souls 2 vorkam. Er war bekannt dafür, Leitern an bestimmte Stellen in der Spielwelt zu stellen, um den Spieler so Zutritt zu neuen Bereichen zu ermöglichen. Auf Platz 3 haben wir Lord Gwyn. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Endboss aus Dark Souls 1 hat auch im letzten Serienteil einen kleinen Auftritt bekommen, allerdings nicht so in der Form, in der ihr ihn vielleicht kennt. Habt ihr nämlich der Seele der Asche den Lebensbalken zum ersten Mal auf Null gebracht, beginnt die zweite Phase des Endbosses, in der er Gwyns bekanntes Flammschwert auspackt und sogar dessen Kampfmuster kopiert. Sogar eine ähnliche Musik wie damals fängt an zu spielen. Ganz klar macht sich hier die Seele der Asche die Seele von Lord Gwyn zunutze, welcher ja der erste war, der das Feuer entzündet hat.